Moin Moin, liebe Leute, und herzlich willkommen bei eurem Hansa-Fan zu einem Vlog. Mein Gott, ich sehe scheiße aus, ich muss auch zum Friseur. da sind wir wieder mit einem Vlog mal wieder jetzt ganz, ganz spontan an einem Dienstagabend aufgenommen. Ich weihe sozusagen meine neue Webcam ein, die ihr hier jetzt sehen könnt. Ich bin fast ein bisschen sprachlos. Ich habe bald in dieser Pause, die ich jetzt hinter mir habe, bald vergessen, wie man spricht, was? Also, ist ein bisschen holprig der Start, aber ich mache das mit Absicht, um zu merken, ja, wie gut mir fast das getan hat oder auch nicht gut mir das getan hat. Ja, dann kommen wir mal auf die Fakten zu sprechen. Ich hoffe, man hört mich gut. Auf die Fakten zu sprechen, denn aus ein bisschen Sommerurlaub wurde dann ganz plötzlich eine Sommerpause. Anders kann es man nicht sagen. Also in Deutschland haben wir jetzt gerade den besten Sommer seit bestimmt 4-5 Jahren. Das ist echt der Wahnsinn. Es ist heiß, es ist geil, es macht Spaß, mal nichts zu tun. Also mein normaler Urlaub, der ist jetzt schon über einen Monat vorbei wieder und ich habe es jetzt noch nicht geschafft, wieder mit YouTube weiterzumachen. Keine Angst, es ist nicht das übliche, oh, ich habe keinen Bock mehr, ich heule jetzt rum, weil ich keine Aufrufe habe. Das ist mir sowas von scheißegal. Nein, ich mache das hier ganz mit Absicht, denn ich habe ab und jetzt, ehrlich gesagt nicht wirklich die Lust gehabt dazu. Ich wollte lieber den Sommer genießen, meine freie Zeit genießen und mich mal wirklich vollkommen zurecht entspannen. Das habe ich jetzt getan. Aber Leute, es ist nicht vorbei mit YouTube. Nein, das merkt man auch meinen letzten Investitionen. Ich weiß nicht, ob man hier sehen kann. Hier steht meine PlayStation. Ja. Die steht jetzt immer hier. Weil ich habe mir tatsächlich eine zweite PlayStation gegönnt. YouTube Money regelt. Nein, ich verdiene kein Geld mit YouTube. Wie oft noch? Und ja, habe beim Amazon Prime Day zugeschlagen. Genauso auch wie diese schöne Webcam. Das ist nämlich diese hier. Logitech 10920 1080p Auflösung, die ist richtig top. Das seht ihr auch, wie Ultra HD ihr meine Fresse seht. Also man hat wirklich jetzt eine tolle Webcam, die auch den Rahmen erfüllt für Livestreams. Nicht so wie beim letzten Livestream, wo dann halt der Rand vom Rahmen da irgendwie auseinandergesprengt wurde. Jetzt momentan seht ihr gerade mein Overlay für Livestreams, nur halt mit meiner Fratze im Hauptgrund und unten im Rahmen ist der Monitor zu sehen, wo ihr halt momentan meinen Kanal seht. Aber ja. Jetzt würdet ihr das Ostseestadion sehen. Das kann man mal so einblenden. Wie gesagt, jetzt sehe ich mich aber gerade leider nicht. Deswegen muss ich jetzt total improvisieren, weil ich mich überhaupt nicht dabei beobachten kann, wie ich gerade spreche. Das passt mir momentan irgendwie gar nicht, aber ich probiere es einfach aus. Und dafür ist dieser Vlog ja da. Einfach, um mich mal wieder zurückzumelden, um zu zeigen, hey Leute, hier bin ich. Ich bin nicht fort, ich bin nicht weg, ich habe nicht aufgehört, ich werde auch nicht aufhören. Nein, ich bin da. Sommerpause ist so gut wie rum. Ich habe es schon auf Instagram angedeutet, dass ich wieder anfangen möchte. Aber aufgrund des Sommers aktuell nicht so die Lust und Zeit dafür aufbringen kann. Wie gesagt, Social Media mir folgen, das ist ganz, ganz wichtig. Vor allem Instagram, da bin ich am aktivsten. Und Twitter und Facebook natürlich. Ihr seht es ja eingeblendet im Overlay da oben. Wo ihr mich da findet auf jeden Fall und Livestreams ist auf jeden Fall eine Sache, die ich angehen möchte, die ich öfter angehen möchte, nur halt momentan nicht die richtigen Sachen dazu habe. Wie es jetzt genau weitergehen wird, klar, wir haben zwei Folgen Fußballmanager 18 gespielt mit Hansa Rostock, damit wird es auf jeden Fall weitergehen, auch wenn Hansa schon mit einer komplett neuen Mannschaft wieder in die Saison gestartet ist. Davon lassen wir uns nicht abbringen. Und im FIFA-Karrieremodus, ja, da müssen wir gucken, wie wir da weitermachen, ob wir da weitermachen. FIFA 19 steht ja vor der Tür, es gibt schon so viele Hype-Videos und hast du nicht gesehen von FIFA 19. Es wird auf jeden Fall spannend werden, was auch Champions League angeht. Der Karrieremodus soll verändert werden, Ultimate Team und noch so andere Modis, die da folgen werden, sollen kommen. Und ja, ich bin gespannt drauf, wie gesagt, mit Preußen Münster. Der Karrieremodus ist noch ein bisschen unglücklich gelaufen, dass uns die Sommerpause hier so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, beziehungsweise mir so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, dass es in der zweiten Liga nicht wirklich weitergeht. Aber wie man an den Aufrufzahlen merken konnte, war das Interesse sowieso nicht mehr ganz so da. Bei Fußballmanager hingegen schon. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall jetzt, Fußballmanager anzugehen und ein bisschen den Hype anzugehen, was sonst noch so passiert. Eventuell, ich weiß es noch nicht, ich sage ja immer so viel in Vlogs und dann passiert dabei immer nichts. Aber eventuell, ich deute es mal an, kann man mit Preußen Münster ja im Livestream noch weiterspielen. Und die im Nachhinein natürlich noch bei YouTube hochladen.
Nur ehrlich gesagt, die Motivation für einen kompletten Karrieremodus, die ist nicht mehr da. Die ist auch bei vielen, glaube ich, nicht mehr da. Ansonsten könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so möchtet. Ob ihr noch ein paar Highlights sehen möchtet mit Preußen aus der zweiten Liga, ob es gar nicht mehr kommen soll. Oder ob ihr euch mit den Livestreams anfreunden könnt. Oder ob ihr in den Livestreams was anderes sehen möchtet, andere Spiele sehen möchtet. Das könnt ihr auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare kloppen, was ihr sonst noch so hören wollt. So eine Vlogs mit dieser wunderbaren Webcam sind jetzt auch viel einfacher, ehrlich gesagt. Ich muss nicht mehr ständig irgendwo mein Handy zücken, auch wenn es natürlich spannend ist, wenn ich irgendwo in der Natur sitze und mein Handy zücke. Ich weiß, darauf steht ja auch immer sehr, sehr hart. Oder darauf steht ja einfach sehr, wenn ich sowas mache. Freut mich auch ungemein, immer diese Resonanz von euch zu bekommen. Und ansonsten, ja, das war, das ist so das, was ich euch mal so ein bisschen ans Herz legen wollte. Wie gesagt, Instagram mir folgen, da seht ihr, wo ich überall am Start bin. Vor allem jetzt im Sommer bin ich öfter mal unterwegs. Und ja, da gibt's mal ein Bierchen da und mal einen Drink da. Und man ist bei Hansa-Spielen, logischerweise. Unter anderem auch morgen wieder, beziehungsweise heute, wenn ihr das seht. Ich hoffe, dass ich das irgendwie hochgeladen bekomme im Laufe der Zeit. Oder beziehungsweise im Laufe des Mittwochs, wo ich da gar nicht zu Hause bin, aber egal. Ich werde schon irgendwie hinkriegen. Und ja, ich hoffe, ich habe auch jetzt die ganze Zeit dahin geguckt in die Kamera und mich zu euch. Ja, und ich weiß, meine Frisur sieht scheiße aus, aber naja, gut. Ich habe momentan keinen Bock zum Friseur zu gehen, obwohl ich eigentlich müsste. Und ansonsten, wie gesagt, so, jetzt darf ich mich nicht so weit zum Mikrofon weglegen, weil ich habe immer Angst, dann hört man mich nicht. First World Problems, liebe Leute, First World Problems, YouTuber Problems. Ja, das war einfach so ein bisschen drauf losgelabert, von der Seele geplappert, was so ansteht, was so dran ist, warum ich weg war, warum ich jetzt wiederkomme und warum ich auch weitere Videos freuen werde. Ich habe auch ein Spiel mir vorgenommen, was ich auf jeden Fall auf YouTube zeigen werde im Let's Play. Nicht als Livestream-Spiel, sondern als Let's Play-Spiel wirklich. Nämlich, was ich schon am Anfang meiner YouTube-Karriere versucht habe, durchzuziehen. Ne, ich sag's noch nicht. Es wird auf jeden Fall in die Anfänge der YouTube-Karriere zurückgehen. Auf jeden Fall ins erste Jahr, 2012, meiner YouTube-Karriere. Da könnt ihr... Ihr könnt ja mal auf meinen Kanal durchforsten, wenn ihr möchtet. Da habe ich schon mal ein ähnliches Spiel gebracht. Jetzt lasse ich euch überlegen. Ihr könnt gerne gucken, nach dem Video. Jetzt hört ihr mir noch zu und... Ja, ich freue mich auch immer weiter, dass es wieder weitergehen soll. Jetzt habe ich gerade wieder genau auf den Monitor gestartet. Das sollte ich nicht tun. Ich sollte euch ansehen, in die Kamera gucken. Und ja, und ich sage immer wieder und ja und Aber wie gesagt, das ist einfach so ein One-Taker, drauf losgeplappert. Das ist euer Hansa-Fan, wie er lebt und lebt, jetzt hat mich der Hund auch durcheinander gebracht da hinten. Das ist euer Hansa-Fan, wie er lebt und lebt, liebe Leute. Ich freue mich wieder, euch mit Videos zu füttern. Also, schaut vorbei auf Instagram, Twitter, Facebook und natürlich, wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von mir, dann aktiviert doch noch die Glocke und dann seht ihr alles. Macht's gut, euer Hansa-Fan. Ciao, ciao.